Hallo, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Ihr habt lange nichts von mir gesehen, das tut mir sehr leid, aber jetzt bin ich ja wieder da. Zumindest mit diesem einen Video erstmal, bei dem ich die Gelegenheit nutzen möchte, euch zu danken, dass ihr trotz meiner Abwesenheit meinen Kanal fleißig weiter abonniert habt. Und deshalb ist das hier, naja, ein 1000-Abonnenten-Special geworden. Da nochmal vielen Dank und es freut mich natürlich, wenn ihr euch für meine Inhalte interessiert und mit dem Abo natürlich ausdrückt, dass ihr, naja, darüber informiert werden wollt, wenn ich wieder mal was hochlade. Da bitte nicht vergessen, dass ihr nicht bloß auf dem Abo-Button drückt, sondern auch die Glocke aktiviert, sonst werdet ihr nur gelegentlich auf eventuelle neue Videos aufmerksam gemacht. Ein Thema möchte ich jetzt noch mal anschneiden, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema des heutigen Abends kommen. Das betrifft die Werbung bei YouTube. Na, also ich habe zwar jetzt 1000 Abonnenten, aber habe keine Werbung geschaltet. Sollte vor meinen Videos Werbung auftauchen, dann ist das von YouTube und da verdiene ich nichts dran. Na, also nicht böse sein auf mich, wenn da irgendwelche Werbung kommt. Ja, ich überlege selber, ob ich mir dann nicht, weil ich ja wirklich sehr viel dieses Medium nutze, mich eben dann nicht irgendwann mal doch das YouTube Premium hole und dann eben, naja, weil vor allem in Musikvideos nervt das total, wenn dann irgendwann zwischendrin der Beat aufhört und dann was weiß ich, irgend für ein albernes Spiel geworben wird oder für was auch immer. Aber eigentlich müsste man alles ein bisschen mit Humor sehen. Aber was soll's. Gut, ich will jetzt kein Quasselvideo draus machen. Wir kommen zum Thema des heutigen Abends. Und zwar ist das der Tag des offenen Denkmals im Jahr 2021. Da war ich unterwegs, zum einen bei mir zu Hause in Otterwisch und zum anderen bin ich wieder mal nach Dresden gefahren. Ja, viel Spaß. Beginnen möchte ich mit diesem schönen Gebäude. Das ist das Schloss in Otterwisch. Und in Otterwisch hat der Heimatverein schon einen Tag vor dem Tag des offenen Denkmals, also dem Samstag, naja, schon begonnen, hier Aktivitäten anzubieten. Mit dabei war eine Schlossführung. Natürlich nur in den Bereichen, die der Schlossherr nicht selber bewohnt, sondern wo hier so eine Art, naja, Schlossausstellung gemacht hatte, würde ich es jetzt mal nennen. Also einfach die Gebäude, also den Gebäudeteil einfach versucht wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen und eben mit historischen Möbeln zu bestücken. Das Schloss ist ja zu DDR-Zeiten, viele Schlösser sind ja abgerissen worden, na, weil es also die Symbole der Unterdrückung waren. Da wurden dann halt die Schlösser weggerissen, also so kurz nach dem Krieg. Das Otterwische Schloss hat sich aber erhalten und man hat es eben genutzt. Na, sind also Familien, also vor allem Flüchtlingsfamilien dort untergebracht wurden. Und es gab auch also von der Gemeinde so diverse Dinge, die man da untergebracht hat. Unter anderem habe ich da was von Post gehört. Das ist ja alles vor meiner Zeit gewesen. Ich wohne ja noch nicht so lange in Otterwisch. Dieser Rahmen hier zum Beispiel war zu DDR-Zeiten eine Turnhalle. Na, also der Fußboden erinnert mich so ein bisschen an die Standard-Turnhallen in der DDR. Ja, da hing natürlich dann nicht der Kronleuchter drin, sondern da war sicher irgendeine andere Beleuchtung vorhanden. Auch die Kamine waren da verdeckt. Ja, ansonsten habe ich dann diverse Möbel fotografiert, die dort herumstanden, von denen ich jetzt nicht weiß, inwieweit da was Original ist oder inwieweit das eben gekauft wurde. Ja, also wer sich ein Schloss kauft, kann sich natürlich auch solche Möbel kaufen, ne? Und dann, sagen wir mal, wieder entsprechend dem Stile der damaligen Zeit wieder eingerichtet hat. Das sah alles ganz schmuck aus, also das
war mal ein schöner Einblick. Also fand ich toll, dass uns da der Schlossherr mal diesen Einblick gewährt hat. Ja, kommen wir zum Sonntag, also zum eigentlichen Tag des offenen Denkmals. Und da führte mein Weg wieder in den Süden von Dresden, in die Gemeinde Bannewitz, zum Marienschacht. Ich hatte folgenden Plan. Und zwar wollte ich die Drohne steigen lassen, dass ich mal vom Gebäude erstens mal eine Übersicht habe, wie das so alles ein bisschen von oben aussieht. Und zum Zweiten wollte ich mal verzerrungsfreie Bilder haben, auch von den oberen Etagen des Malakow-Turmes, den wir hier haben. Ja, und da fangen wir unten an. Lassen dann die Drohne etwas höher steigen und lassen sie noch höher steigen, bis sie dann irgendwann mal auf Dachhöhe angekommen ist. Ja, und dann machen wir jeweils die Fotos. Ja, und so sieht das dann im Drohnenvideo aus. Leider gab es ein paar technische Probleme. Zum einen sieht man hier, dass das alles ein bisschen schief ist, warum auch immer die Kamerasteuerung das so gemacht hat. Ja, dann gab es auch so ein bisschen Probleme mit dem Wetter. Es gab immer mal eine dicke Wolke, in die man tunlichst mit der Drohne nicht reinfliegen sollte. Ja, und zum Dritten gab es dann auch noch Probleme mit dem Weißabgleich bzw. mit der Helligkeit des Videos. Das sehen wir dann gleich. Jetzt haben wir erstmal hier einen wunderschönen Blick von oben. Ja, hier nochmal eine Einstellung von schräg oben. Ja, und dann habe ich versucht, das Ganze nochmal abzufliegen. Allerdings habe ich hier auch nichts gesehen, weil die Kamera hier mit Weißabgleich und Helligkeit irgendwie total daneben lag. Und ich quasi hier blind geflogen bin. Das ist also der Grund, weshalb ich dann wahrscheinlich nochmal hin muss und das irgendwann nochmal wiederholen muss und dann natürlich ein bisschen genauer kontrolliere, was die Kamera so alles treibt. Das ist also die erste Hälfte, so dieser Szenerie mit dem Turm. Gott sei Dank war ich hoch genug. Das ist eine Aufnahme, die ist vorher entstanden. Eigentlich wollte ich bei der ersten Aufnahme das alles komplett abfliegen, aber ich habe überhaupt nichts mehr gesehen. Und habe gedacht, ich kriege das dann später am Computer noch hin, aber leider war dem nicht so. Ja, das ist dann vielleicht mal ein, ja, was für ein weiteres Video. Wie ich ja schon früher mal erzählt habe, möchte ich das ja als Modularrangement nachbauen. Und dafür macht sich natürlich gut, wenn man da diese Aufnahmen hat. Hier nochmal zwei kurze Bilder. Einmal hier so eine Art, naja, Lorentdrehscheibe würde ich es jetzt mal nennen. Die genaue Bezeichnung weiß ich dazu leider nicht. Ja, und hier haben wir noch zum Abschluss eine Lore mit Kohle. Da habe ich nun mal gefragt, was es damit auf sich hat. Das ist wirklich tatsächliche Kohle vom Marienschacht. Man sieht hier, naja, dass die Qualität nicht so berauschend ist. Allerdings ist das auch Kohle, die also gefördert wurde, kurz bevor der Schacht dann geschlossen wurde, weil eben, wie gesagt, die Ausbeute sich so in dieser Form kaum noch verkaufen ließ. Ja, so viel erstmal zum Marienschacht. Ja, so kommen wir zum letzten Teil des Videos und zum Titelbild. Ja, also auf dem Rückweg nach Dresden bin ich dann noch in Mühlen vorbeigefahren und eigentlich ging es um eine Modellbahnausstellung, weil da ein Bekannter ausstellt und man hätte sich natürlich denken können, dass da natürlich die Döllnitztalbahn, also eine typisch sächsische Schmalspurbahn, da natürlich auch unterwegs ist. Ja, und so konnte ich da natürlich auch noch ein paar schöne Aufnahmen einfangen. Gut, ich habe hier ein bisschen auf der verkehrten Seite gestanden, also gegen das Licht gefilmt. Das ist jetzt eher suboptimal, aber das war wie gesagt auch nicht geplant. Das kam für mich alles überraschend, auch der einfahrende Zug hier. Also die Fotografen und Filmer, die sich dann ein bisschen vorbereitet hatten, die standen natürlich dann auf der richtigen Seite.
Allerdings ist es auch immer nicht so mein Ding, da irgendwo mitten im Bahnhof rumzulaufen im Betriebsgelände. Das ist eigentlich, naja, nicht so. Gehört sich normalerweise nicht, denke ich. Ist auch eigentlich betriebstechnisch ein bisschen bedenklich. Ja, hier ist dann der eigentliche Grund für meinen Besuch. Die Modellbahnfreunde Wassertal haben hier quasi den Modellbahnteil der Ausstellung gestemmt mit zwei Anlagen. Einmal die Gartenbahnanlage, diesmal nicht mit für mich eher unangenehm lärmenden Dieselloks, sondern etwas angenehmer die sächsische Schmalspurbahn, die hier dargestellt ist. Ja, dann gab es noch so eine kleine Fahrzeugausstellung von diversen, naja, Lokomotiven und Wagen, die sie hier selber gebaut haben. Und diese hier auf den Tischen präsentieren. Auch alles für die Gartenbahn. Zum Schluss gibt es noch ein paar Aufnahmen der Anul-Modulanlage, die hier fast vollständig aufgebaut wurde, also zumindest so wie ich sie kenne. Allerdings konnte man hier nicht im Kreis fahren, weil einfach der Raum nicht groß genug war. Und deshalb wurde hier, naja, wie im Fremo, nur hin und her gefahren. Ja, und da war es wieder mein geliebtes Diesellokgeräusch oder eher ungeliebtes. Allerdings ist das hier auf der H0-Anlage, naja, dann doch ein bisschen bescheidener, als das jetzt hier bei der Gartenbahnanlage wäre. Ja, und während hier die Ferkeltaxe zwischen den beiden Bahnhöfen herumfährt, deren Name ich leider vergessen habe, aber das kann der Kollege, wenn er es hier sieht, ja gerne noch als Kommentar hier drunter schreiben. Ja, sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen guten Abend und ja, abonniert fleißig weiter. Und setzt vielleicht den einen oder anderen Like unter das eine oder andere Video von mir. Und ich fände es natürlich total toll, wenn ihr auch einen Kommentar da lasst.